Ja, hallo liebe Freunde. Ich bin mal wieder unterwegs. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Ich habe ein neues Fahrrad. Und da fahre ich jetzt mal ein Stück. Hier ist das Gute. Was es damit auf sich hat. Und was so die wesentlichen Ausstattungsmerkmale sind, das erzähle ich euch dann mal, wenn ich jetzt irgendwo mal einen ruhigen Platz gefunden habe, ein bisschen schattig. Und dann gucken wir uns das mal an. Es ist ein leichtes E-Bike. Warum ich jetzt auf einmal ein E-Bike fahre, wo ich ein großer Gegner war und alles ansonsten mit meinem Velotraum gefahren bin, das erzähle ich euch dann auch gleich mal. Jetzt fahre ich erstmal los. Wo kann es anders denn sein? Hohe Straße. Und da fahre ich jetzt mal zum Schloss Philippsruh. Und am Schloss Philippsruh, da suche ich mir dann einen ruhigen Platz und dann erkläre ich mal, was die Ausstattungsmerkmale von dem Bike sind. Also, es geht mal los. Bis gleich. Also hier, hohe Straße runter, wie immer. Wunderschön zu fahren. Heute ist Samstag und es soll über 30 Grad werden. Ich bin jetzt hier kurz nach 11 losgefahren und will auch nicht keine große Runde fahren. Das hat keinen Sinn heute, weil es wird einfach zu heiß, soll über 30 Grad werden. Wie gesagt, ich fahre jetzt mal eine kleine Runde, so 25 Kilometer über Schloss Philippsruh und dann unten am Main zurück. Und dann, wenn es hoch geht, ich komme hier von Bergen, ich muss irgendwann wieder hoch, ja, dann werde ich auch mal meinen Elektromotor testen. Und solange ich normal fahre und quasi im Berg jetzt erstmal immer leicht runter, lasse ich das ganze Elektrogedöns aus und fahre ganz normal. Das Fahrrad lässt sich so gut fahren, als wäre es überhaupt kein Elektrofahrrad. Hat auch nur 15 Kilo, das ist Wahnsinn. Mit dem Carbonrahmen, aber dazu komme ich später nochmal. Und, oioioi, was ein Sound. Und dazu sage ich euch dann später nochmal was. Aber jetzt geht es erstmal hier die hohe Straße entlang. Jetzt hier die Abfahrt runter ins Richtung Maintal, sind wir wieder toll. Wunderbarer Ausblick, ganz neu asphaltiert der Fahrradweg. Ja, das ist schon ein Genuss. Und dann komme ich auch bald zu meiner ersten Station. Wenn wir hier unten sind, noch ein Stück durch den Wald. Da ist dann Wilhelmsbad, da fahre ich durch und dann rüber zum Schloss Philippsruh. Also für mich ist das hier oben eine der schönsten Fahrradrunden in ganz Frankfurt. Einfach traumhaft und vor allem auch selbst wenn man sonntags hier fährt bei schönem Wetter, das ist nie überfüllt. Es wird zwar dann ein bisschen voller, aber kein Vergleich, als wenn ich unten am Main entlang fahren würde. Da musst du ja permanent aufpassen, dass du keine umfährst. Dann sind noch viele Fußgänger unterwegs, spielende Kinder. Das ist fürs Wochenende zu fahren und insbesondere sonntags kein Vergnügen. Aber hier oben, schöner Ausblick, wunderbar. Also wer das nicht kennt, fahrt einfach mal die hohe Straße. Hier oben gibt es mehrere Fahrradwege, die man nutzen kann. Ich fahre halt jetzt den eine von der hohen Straße runter. Aber super, einfach nur schön. Ja, jetzt ist der erste Teil erreicht. Wilhelmsbad. Sehr schöner Park. Altes Schloss,
viel Schatten im Sommer, wunderbar. Hier ist auch das Puppenmuseum. Das Café, sehe ich, wird gerade gemacht. Und da fahre ich jetzt durch. Ich war normal immer außen rum. Also mindestens wenn es sonntags ist, da ist hier viel los. Heute ist vielleicht den Leuten zu warm, aber ist das nicht toll hier? Ach, ist doch wunderbar. Was ein traumhafter Platz. Hier drüben habe ich schon oft, den Platz nehme ich und stelle euch mal das Fahrrad vor. Schön im Schatten. Ich habe gedacht, es wäre hier mehr los. Hier kann ich das prima machen. Wunderschönes Bänkle. Kann ich noch was trinken? Und dann sage ich euch mal was zu dem Fahrrad. Ja, zuerst gehe ich vielleicht einfach mal rum, damit man es mal sieht. Also es ist ein Cube Kathmandu Hybrid C62 SLX 400X. Boah, was haben die Bezeichnungen für Fahrräder? Ist ja Wahnsinn. Wobei das jetzt nicht der ursprüngliche Zustand ist. Wer das Kennerauge sieht sofort, aha, da hat der Fahrradfahrer schon etwas dran verändert. Klar, ich habe doch etwas eine eigene Vorstellung von dem Fahrrad. Und da komme ich aber gleich mal dazu, was ich hier gemacht habe. Vielleicht erst noch mal was anderes, was Neues. Ihr seht hier den Antrieb. Ach, ich mache mal setzen. Das ist der Bosch SX. Der hat bis zu 55 Newtonmeter Drehmoment mit einem 400 Watt Akku und wiegt tatsächlich nur 2 Kilo. Also das war ja auch die Voraussetzung, warum ich mir überhaupt als großer Gegner eines E-Bikes gesagt habe, okay, ich nehme mir jetzt mal eins. Hing damit zusammen, dass ich mich bei einer komplett untersucht habe, einen Check machen lassen. Und dabei hat man festgestellt, oh, mein lieber Jürgen, das sieht gar nicht gut aus. Herzkranzgefäße sind total zu und eng. Und der Arzt meinte, dass ich noch nicht vom Fahrrad gefallen bin und habe tot neben dran gelegen. Also ein bisschen durch die Blume gesagt, ja, wäre schon ein Wunder. Es muss was getan werden. Und dann bin ich das erste Mal in ein Belegkrankenhaus. Da wollte der mir 2 Stents setzen, das ist gescheitert, weil die Herzkranzgefäße zu eng waren. Und dann bin ich in die Kerkhoff-Klinik nach Bad Nauheim. Und da habe ich jetzt die ersten 2 Stents vor 6 Wochen bekommen und muss jetzt am 15. Oktober nochmal hin. Da gibt es noch 2 weitere. Und dann sollte es eigentlich ja, soweit okay sein. Und ja, in meinem Alter, ihr wisst, wie das ist, dann kommen die Frauen und sagen, mein lieber Mann, machen mal ein bisschen langsam, fahr nicht immer so extensiv Fahrrad wie du, vor allem bei allen Witterungslagen, ob kalt oder heiß, mach mal ein bisschen langsam. Und dann habe ich gesagt, okay, es ist ja die Fahrradmesse in Frankfurt, die war ja jetzt Ende Juli, ja, glaube Ende Juli, Mitte Juli, ist auch egal, bin ich hin und habe mir mal ein paar Fahrräder angeschaut. Und dabei habe ich ein Fahrrad gefunden mit einem ganz leichten Akku und einem leichten Bosch-Motor, also auch hier der Bosch-Motor SX. Und das hätte ich eigentlich gern gehabt, aber dann hat sich herausgestellt, dass dieses Fahrrad erst Ende des Jahres, Anfang des neuen Jahres überhaupt lieferbar ist. Und ich habe zwar die Firma mal angeschrieben und habe gesagt, hier, ich bin ein Kunde, ich will das Fahrrad, ich will es mal fahren. Die melden sich überhaupt nicht. Also ich sage jetzt nicht, wer es war. Aber ich habe es das zweite Mal angeschrieben, habe gesagt, Leute, was macht ihr mit euren Kunden? Ihr könnt doch nicht einfach euch gar nicht melden, dann sagt doch mal was. Oder vielleicht hätten die auch sagen können, wir haben eins, sie mussten ja ein paar haben, wir hatten sie auch auf der Messe. Nichts, ja, wahrscheinlich brauchen sie es nicht. Und dann bin ich zu meinem Freund Armin zum Monte Mare nach Frankfurt gegangen und wollte eigentlich nur für mein altes Velotraum einen Teil holen. Und da habe ich ihm die ganze Geschichte erzählt und er sagte, guck doch mal, ich habe hier dieses wunderschöne Cube stehen. Das gibt es ganz neu. Ich bin einer der Ersten, der es hat. Und ich habe mich draufgesetzt, bin gefahren und habe gesagt, Armin, du, das ist mein Fahrrad. Ich nehme das. Und jetzt mal vielleicht noch ein paar Daten dazu. Also ich habe das nicht geschenkt bekommen. Es ist keine Werbeveranstaltung, was ich hier mache.
ich habe das käuflich erworben und auch entsprechend bezahlt. Ja. Kostet ist ohne das, was ich jetzt noch zugebaut habe, 3.900 rund, roundabout. So, wo die ganz stolz sind, ist dieses neue Kicks-Display, heißt das, Kicks-Display von Bosch mit Farbdisplay. Und wenn man das sieht, ich kann dann hier verschiedene Sachen abrufen. Also ich bin jetzt gerade 13,7 Kilometer gefahren in 43 Minuten. 42 Kilometer insgesamt bisher mit dem Fahrrad. Ihr seht, ich habe die Reichweite. Momentan brauche ich keine Reichweite, weil ich das Fahrrad vollkommen ohne, hier oben steht off, ohne Akkuantrieb fahre. Ich kann es mit meinem Smartphone koppeln. Man sieht dann, wenn ich fahre, die Leistung, die Trittfrequenz. Und hier sind die Positionen Eco, Tour Plus, Auto und Turbo. Aber ich habe ja gesagt, ich habe das Fahrrad gekauft, nicht weil ich jetzt ein großer Elektrofahrradfahrer bin, sondern ich möchte gern bei größeren Touren die Möglichkeit haben, gerade wenn ich mit viel Gepäck fahre, auch hinten, also auf dem, hier habe ich ja dann zwei Taschen dran, einen Querträger noch drüber und alles. Und dann möchte ich dann, um nicht an die Leistungsgrenze immer zu kommen, wenn es berghoch geht, mal den Elektromotor zuschalten. Und deshalb habe ich mir das Fahrrad gekauft. Das Fahrrad wiegt sage und schreibe, also ohne die Gadgets, die da dran sind, 15 Kilo. Ohne Pedale, sagen die ja immer. Also das ist leichter fast wie mein, wie mein Velodraum. Ja? Und du kannst das Fahrrad fahren ohne jetzt Elektroantrieb. Und es fährt sich so geschmeidig, so toll. Es hat eine 11er Kette hinten, ein 11er Kettenblatt hinten drauf. Hier sieht man es mal. Und eine, was haben wir für eine Schaltung drauf? Eine Shimano der Ohrschaltung. Ja, und es fährt sich wie eine 1. Also das ist ganz, ganz toll. Und vor allem vorne, guckt mal hier, die neuen Schwalbe, wie heißen die? G1 Overland Reifen sind drauf. Mit, was sagen die hier, mit einem Mittelprofil für entspannten Abrollverhalten und durch die Außenprofile, die man hier sieht, besteht Kurvengrip, wenn das Gelände anspruchsvoller wird, und drei Kaskadenlagen mit Snackbike und dadurch hoher Pannenschutz. Also, hört sich das schon mal gut an. Und ja, die Bremsen sind übrigens auch von Shimano. Shimano Deore Scheibenbremsen. Dann habe ich mir noch ein Abuschloss dran gemacht. Hier meine Trinkflasche und eine Luftpumpe. Und vor allem hier mein Brooks-Sattel. Das darf nicht fehlen. Da war zwar ein Sattel drauf und hat der Armin gesagt, da fährst du wie auf Wolken. Ah, das ist alles Zeug. Das kannst du vergessen. Die Ware, was Sattel sind, die Brooks-Sattel. Und wenn du die so, wie ich hier schon jetzt über, was weiß ich, wie viel 100 Kilometer eingefahren hast, und hast da schon Stunden drauf gesessen, dann kannst du auch daheim aufs Sofa setzen. Das ist das Gleiche. Bisschen immer wieder Pflege, hier unten schön einfetten und dann ist das ein wunderbares Sitzgefühl. So, jetzt habe ich aber genug geplappert. Jetzt mache ich mal eins. Jetzt brauche ich auch gar nicht unten am Main entlang zurückzufahren, weil da ist immer so viel los. Ich fahre jetzt hier direkt nach Hochstadt Bischofsheim und fahre von Bischofsheim aus zur Hohen Straße hoch und da beißt es. Das ist ja die Strecke, die dann immer ziemlich kräftig hochgeht. Und wenn ich da jetzt hochfahre, ja, vielleicht fahre ich doch auch am Main entlang, mal gucken. Ist ja egal. Jedenfalls, ich komme immer wieder da raus und muss da nachher hoch. Da werde ich mal dann zuschalten. Also ich habe schon mal einen Test gemacht. Ich bin natürlich mit dem Fahrrad schon gefahren, auch einen Berg hoch. Ich bin dann ohne Unterstützung gefahren. Dann bin ich mit Echo gefahren. Ja, merkst du schon, wenn du Tour einschaltest, das geht schon gut ab. Da wirst du schaltfaul, wenn du hinten vergisst zu schalten. Das macht nichts. Aber dann gibt es eine Position da drin, die heißt Automatik. Das muss ich mir noch mal genau erklären, also wie das funktioniert. Denn durch diese Automatik merkst du, wenn es steiler wird, schiebt er mehr, und wenn es flacher wird, nimmt er den Schubkraft zurück. Das ist eigentlich eine wunderschöne Sache. Und das teste ich jetzt mal aus. Ich werde mal, wenn ich da hochfahre nachher, wo es wirklich steil hochgeht,
wo es Körner kostet. Zwar ist das nur 700 Meter lang, aber das beißt schon. Dann will ich auch mal wieder den Akku hier, den Motor testen. Das ist ja eigentlich die Idee, die ich gehabt habe. Und jetzt habe ich mich auch entschlossen, nachdem mir alle zugestimmt haben, bevor ich die zweiten Stents bekomme, werde ich nochmal die Allgäu-Runde fahren. Und das will ich in 14 Tagen starten. Fahre mit dem Auto da runter bis Memmingen. Da kenne ich jemanden, wo ich das Auto abstellen kann. Und dann werde ich da die Allgäu-Runde starten, die etwas 425 Kilometer oder so, wie das ist. Und da will ich dann hier mit meinem Cube-Fahrrad fahren. Und dann, wie man so schön sagt, schauen wir mal, wie sich's mit Gepäck und allem, wie sie schlägt. So, und jetzt mache ich mal weiter und fahre jetzt mal hier. Ach, guck doch mal hier. Hier kommen aber die Mücken, du. Jetzt erst mal hier wieder Fahrt aufnehmen. So, und fahre hier noch durch den schönen Park. Vielleicht fahre ich dann noch mal am Schloss Philippsruh schnell vorbei. Und dann zurück am Main. Ja, das ist vielleicht ganz schön. Vielleicht ist jetzt nicht so viel los, weil es heute so heiß ist. Und dann geht's zur Hohen Straße hoch. Und die Hohen Straße heißt Hohe Straße, weil sie hoch läuft. Und wenn du da hochfahren willst, musst du einmal ganz schön die Zähne zusammenbeißen und in die Pedale treten. Das werde ich machen, aber mit Elektrounterstützung. Also, bis gleich. Ja, und hier beim nächsten Treff, beim nächsten Punkt, Schloss Philippsruh. Ein beliebtes Ausflugsziel und vor allem auch Standesamt Hanau hier. Und ihr seht hinter dem Brunnen da vorne die Gesellschaft, die beisammen ist. Was machen die da? Die warten, dass das Brautpaar rauskommt. Ich selbst habe hier im Schloss Philippsruh auch geheiratet. Aber Leute, das ist schon ein paar Jahre her. Ich bin immer noch verheiratet. Also, vielleicht ist es ganz gut, hier im Schloss Philippsruh zu heiraten. Hält! So, und jetzt bin ich auch schon am Main. Da hinten, wo die Leute hinlaufen, weiter hinten links, ist der Main. Da fahre ich jetzt hin und dann filme ich gleich nochmal unten, wenn ich am Main bin. Also, los geht's! So, und schon sind wir unten am Main. Auch hier. Ach, es haben ja eigentlich um Frankfurt rum so schöne Fahrradwege. Ich bin immer wieder hell erstaunt, wie toll das ist und wie schön das ist, mit dem Fahrrad so entlang zu fahren. Leute, setzt euch aufs Fahrrad und genießt das Leben. Genießt es, so schöne Tage auf dem Fahrrad zu verbringen. Und fahrt einfach mal ein bisschen. Sucht euch ein paar schöne Ecken aus. Es ist ein Plus. Es ist ein Plus. Und mein großer Traum steht ja immer noch, mal von hier aus zur Donauquelle zu fahren, aber dann nicht zurück wieder, sondern dann die Donau bis ans Schwarze Meer mit dem Fahrrad zu fahren. Und ich bin ja schon Rentner, aber ich war ja über 25 Jahre selbstständig. Das heißt, ich arbeite in unserem Büro, in unserer Gesellschaft immer noch mit. Mein Sohn hat das Ganze ja übernommen. Und ich habe gesagt, okay, bis 70 bleibe ich noch dabei. Das sind jetzt noch 3 Jahre. Ups. Und dann, ob ich meinen Traum mal erfülle, ich weiß es nicht. Aber wenn, dann nehme ich alle mit, die hier auf meinem Kanal gucken. Und dann gibt es mal auch einen Langfristfilm, Langfristdarstellung. Da bin ich dann auch nicht nur ein paar Wochen, da bin ich vielleicht 2-3 Monate unterwegs, weil ich mir Zeit lassen will. Aber gut. Wieder genug abgeschweift. Gucken wir doch mal, wie schön das hier unten ist. Hier Schwäne, Gänse. Einfach nur herrlich, soll ich dazu sagen.
So, und hier vorne stehen die Gänse wieder auf dem Weg. Wenn ihr nicht wegfahrt, fahre ich euch um. Ah, man, doch weg. Ich glaube, das sind diese Nilgänse, die hier Main alles boykottieren, die sich so verbreitet haben. Und die Stadt darf nichts dagegen tun. So, jetzt melde ich mich noch mal, wenn ich Modeunterstützung brauche. Servus. So, ich bin jetzt hier in Bischofsheim. Und hier geht es los eigentlich, wenn ich jetzt nach Bischofsheim rausfahre, gleich zur Hohen Straße runter. Und ich halte jetzt mal hier die Elektrounterstützung dazu. Ich bin jetzt noch hier bei Off. Ich gehe jetzt hier mal auf, stopp, hier unten wird es geschaltet, auf Echo und guck mal, wie die Unterstützung funktioniert jetzt hier. So, Brille auf. Ah, das merkst du schon beim Anfahren. Uiuiui, da schiebt er schon, der Motor, obwohl hier noch gar keine große, eine ganz leichte Steigung ist. Wie sieht es aus mit meinem Kettenblatt? Ja. Ich sag mal, so würde ich auch hier vielleicht ein Blatt höher, würde ich auch hier ohne Motorunterstützung hochfahren. Entscheidend wird es, wenn ich da vorne um die Ecke bin und über die Straße, weil dann geht es ein Stück hoch und dann erstmal wieder ein ganzes Stück geradeaus und dann kommt die Stunde der Wahrheit. Die letzten 700 Meter, die gehen dann richtig hoch. Aber ich schalte selbst hier mal in einen leichteren Gang. Ja, ist angenehm zu fahren. Ich könnte ja jetzt schon höher schalten, aber das mache ich nicht. Ich fahre jetzt ganz normal mit Echo-Unterstützung hier hoch. Ich hoffe, dass man es sehen kann. Hier sieht man nur den Tacho, 15, noch was km/h. Und oben rechts grün Echo. So, jetzt kommen wir hier rum. Ich muss auf die andere Seite der Straße. Und der Echo summt, aber leise, sehr leises Geräusch vom Motor. Und man sieht es auch hier, Fahrradweg R4, der bis Kassel hochgeht. So, jetzt eine leichte Steigerung, eine Steigung. Ja, da gebe ich jetzt mal ein bisschen mehr Trittfrequenz. Und dann sieht man auch unten an dem grünen Balken, der läuft jetzt, wenn ich schneller fahre, geht er mehr hoch. Das heißt, er bringt jetzt mehr Unterstützung. So. Und jetzt geht es erst ein ganz gerades Stück. Vielleicht 500 Meter weit. Und dann schalte ich noch mal ein, wenn es hinten, dort wo die Masten sind, wenn es richtig hoch geht. Okay. Hier geht es jetzt hoch, jetzt zieht es an. Gerade das untere Stück, wo der Knick anfängt, aber das kann man ja meistens auf den Kameras nicht so sehen. Die sind, da ist es am steilsten, oben raus wird es dann ein bisschen flacher. Ich fahre jetzt hier unten los, schalte gleich mal auf Echo. Ah, ich mache immer falsch, drücke immer falsch. Hier geht's, seht ihr, Echo hat er jetzt. Wäre dann, wenn ich vorne bin, mal auf Tour Plus, beziehungsweise auf Automatik schalten. Ich glaube, das funktioniert einwandfrei. Okay, ich fahre jetzt mal los mit Echo. Hinten habe ich einen Gang drin, so einen mittleren, schon leichten Gang.
mit dem käme ich, wenn ich keine Unterstützung hätte, na, schwer hoch. Da müsste ich schon noch mal ein bisschen höher schalten. Aber ich will ja jetzt mal mit dem Elektroteil hier hoch. Echo habe ich. Aber nur eine Hand am Lenker, was ja immer schwieriger dann ist. Und wenn es jetzt hier, ja, ich gehe schon mal auf die nächsthöhere Taste. Das ist jetzt Tour. Und jetzt gehe ich nochmal auf Automatik. Boah. Uiuiui. Mein lieber Scholli, der zieht aber gut hoch. Hier kämpfe ich sonst richtig. Hier muss ich richtig kämpfen. Und mit dem Tour, wie heißt das, Auto, an der Autofunktion ist es ein entspanntes Treten hier hoch. Boah. Was kostet es uns eine Kraft, hier hochzufahren? Ich gehe jetzt nochmal eins runter. A-Tour Plus geht auch. Aber Auto ist sehr angenehm. Das ist ja, als würde ich auf gerade Strecke fahren fast. Und ich fahre hier hoch, slowly. Da kann ich bei Zeitung lesen. Da kommst du nicht mal ins Schwitzen. Ansonsten ohne, ich muss auch mal mit dem Fahrrad ganz ohne Unterstützung hochfahren. Dann habe ich mal den krassen Gegensatz, als wenn ich mitfahre. Aber das ist entspannt hier. Oh, ist das entspannt. Gut, deshalb habe ich mir es ja auch gekauft. Wenn ich mit viel Gepäck fahre und mache eine größere Reise, dass ich dann eben solche Steigungen locker hochfahren kann. Und jetzt merke ich, wo es nicht mehr so steil wird, jetzt geht auch die Motorunterstützung bei der Automatik zurück. Wahrscheinlich wird es jetzt hier oben, wo ich dann ebenerdig bin, wird es auf Null zurückgehen. Oder ganz, aber Null, ganz wenig Unterstützung noch zurückgehen. So, ich bin oben. So leicht bin ich noch nie hier hochgefahren und ich bin hier schon vielleicht 100 Mal hochgefahren, wenn es reicht. Bin ich wieder auf Echo und jetzt mache ich aus. Also, wir haben gesehen, es funktioniert gut. So, und dann fahre ich jetzt erstmal bis nach Hause, da melde ich mich nochmal. Wer hier vorne, jetzt geht es erstmal bergab leicht, dann zieht es nochmal ein bisschen an, da werde ich nochmal ganz entspannt in Echo hochfahren. Ja, der fährt hier mit Kraft hoch. Also, bis gleich zu Hause, dann kurzes Statement nochmal. So, ich bin wieder zu Hause. Hier steht das gute Stück. Das war eine sehr interessante und lehrreiche Fahrt. Jetzt kommt erstmal ein schönes alkoholfreies Weizenbier zum Wohl. Boah, Mann, ist das gut. Ah. Ja, noch mal ganz kurzes Resümee, was mich bei dem Fahrrad unheimlich wundert und finde es sehr vorteilhaft, ist die Laufleistung des Rades ohne Zuschaltung von Elektromotor. Man merkt halt, dass es ein recht leichtes Fahrrad ist und es lässt sich extrem gut fahren ohne Motorunterstützung. Richtig leichtgängig, zügig vor allem. Ich fahre ja immer mit meinem Velotraum, das ist ja ein klassisches Reiserad mit allem drum und dran. Seit über 10 Jahren fahre ich dieses Fahrrad und ich muss sagen, das Cube hat mich angenehm überrascht, wie das ohne Motorunterstützung fährt. Also ganz, ganz toll, ganz tolle Fahrleistung. Die Reifen, ja, von Schwalbe, diese neuen, wie heißen sie? Ich gucke gerade nochmal, Schwalbe G1 Overland.
sollen ja eigentlich auch gemacht sein für Mountainbikes und aufgrund dieser besonderen Kaskaden, die die da irgendwie drin haben, auch für Elektroräder. Und laufruhig, das läuft ab, also wunderbar und mit diesen seitlichen Noppen da. Ich bin auch durch den Wald gefahren, also auch auf Waldboden, unheimlich gute Bodenhaftung. Das Rad ist wendig, lässt sich, finde ich, extrem gut händeln, lässt sich sehr, sehr gut fahren, also passt. Motorzuschaltung an dem steilen Stück, ihr habt es ja gesehen vorhin, hervorragend, also mit diesem Automatik-Schaltung auf Automatik, das geht Eco, Tour, Automatik und dann Turbo. Turbo brauche ich nicht, das bin ich gar nicht gefahren, das ist so extrem, also das braucht, finde ich, ist für mich jenseits von Gut und Böse. Vielleicht brauche ich es mal, aber momentan sehe ich da nichts, wo ich jetzt unbedingt sage, ich muss mal Turbo fahren. Aber mit dem Automatik fand ich hervorragend, da die steile Stelle hochzufahren. Da merkst du, der Motor schiebt, wenn du Kraft noch mehr brauchst und wenn du die Kraft zurücknimmst, weil es nicht mehr so steil ist, drosselt er meines Erachtens die Stärke. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ihr müsst es mal nachlesen, aber so vom Gefühl her habe ich das. Ich bin da hochgefahren. Ja, das war, als würde ich auf ebener Strecke fahren. Der Motor, der hat so viel Power, wie der da schiebt. Das ist schon fast peinlich. Ich würde nie, wenn ich da irgendwo hochfahre, wäre mir es peinlich, wenn ich jemanden überholen würde, der nicht mit Elektromotor fährt. Dann würde er sagen, guck dir den Kerl an, du, wie der hier hochzieht, nur nicht selbst reden. Und ich weiß es, was es heißt, das selbst zu drehen, weil gerade diese Strecke, die bin ich schon so, so oft hochgefahren. Und die kostet Kraft. Da weiß ich bei meinem Velotraum genau, welche Gänge ich halten muss. Und dann komme ich da oben mit Drehtlicht da hoch. Das ist okay. Aber hier mit dem Elektrozustand vom Motor, boah, das ist ja, hätte ich nie gedacht, dass das so eine Schubhilfe ist. Also vielleicht doch für meinen Zustand, fürs Herz hier, vielleicht genau das Richtige. Und ich will ja, wie gesagt, am morgen in 14 Tagen, also will ich meine Tour starten, habe ich mich jetzt durchgerungen, die Allgäu-Runde fahren. Und da glaube ich, dass ich schon manchmal ganz gut oder sehr froh bin, wenn ich mal den Motor dazuschalten kann. Aber ich werde auch mit Sicherheit den überwiegenden Teil ohne Motorunterstützung fahren. So, ja, das war's. Ich sage mal Tschüss, wie ihr gehört habt. Und ich hoffe, dass es klappt. Kommt demnächst was. Ich werde es in mehrere Etappen einteilen. Ich will ja mit komplettem Gepäck mit Zelt fahren. Ich will auch wieder mal wieder zelten. Freue ich mich riesig drauf, mal wieder mein Zelt aufzuschlagen, mal im Zelt wieder zu schlafen und alles. Ich hoffe, dass das Wetter dann ein bisschen mitspielt. Aber gut, ich bin das ja gewohnt. Ich fahre ja auch bei Regen, bei Wind, bei Schnee. Ja, Schnee vielleicht nicht ganz so viel, aber ich werde auf jeden Fall, wenn bis dahin alles noch so bleibt, wie es ist, starte ich am Sonntag morgen in 14 Tagen. In diesem Sinne sage ich Tschüss, schön, dass ihr zugeschaut habt. Und in 14 Tagen, wenn ich losfahre, gibt es wieder mehrere Filme. Hier nochmal ein Blick auf mein Cube-Fahrrad. Ja, ich hätte mir hinten gerne eine andere Farbe von den Taschen gewünscht, aber ich habe nur mal die, was soll ich mir da nochmal ein paar neue kaufen? Und mit dem Ding will ich es dann probieren. Also, das war's. Tschüss.